Lächeln für das Gruppenfoto. Das lohnte sich angesichts der zahlreich erschienenen Mitglieder zur Sitzung der beiden Tourismusausschüsse der Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau. Am 25. März traf man sich in den altehrwürdigen Räumlichkeiten der Stadthalle Magdeburg und hatte hochkarätige Gäste zu begrüßen. Der Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, Thomas Wünsch, und sein Amtskollege aus der Staatskanzlei für das Ressort Kultur, Dr. Gunnar Schellenberger, waren zu Gast, ebenso wie Thomas Einsfelder, der Geschäftsführer der IMG Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Mit ihm wurde auch das Kernthema der Sitzung klar: das Tourismusmarketing in Sachsen-Anhalt, genauer die vom Land gesteuerten Maßnahmen. Hier gab es zuletzt jährlich wechselnde Themen, vom Reformationsjubiläum zum Bauhausjahr. Eine nicht unumstrittene Maßnahme. Ich bin eigentlich nach wie vor ein Fan einer Dachkampagne, so ähnlich wie seinerzeit Wir stehen früher auf als Sachsen-Anhalter, eine neue Dachkampagne zu entwickeln, die für das Land steht insgesamt, mit der man auch längerfristig das Land noch mal stärker etabliert, sei es nun in anderen Bundesländern, innerhalb Deutschland, sei es im Ausland, dass man Wiedererkennungseffekt hat, wenn man an Sachsen-Anhalt denkt. Das kommt den Unternehmern des Landes entgegen, die in einer festen Marke mehr nachhaltiges Potenzial sehen als in wechselnden Schwerpunkten. So denkt auch Detlef Dahms, der Vorsitzende des Tourismusausschusses der IHK Magdeburg. Ich bin auch kein besonderer Freund von Jahreskampagnen, sondern man sollte wirklich an einer richtigen Kampagne arbeiten, die dann aber auch über einen sehr langen Zeitraum durchgezogen wird. Vom Bauhausjahr profitieren auch die Unternehmen aus dem Bezirk der IHK Halle-Dessau. Der Vorsitzende des dortigen Tourismusausschusses, Michael Pirl, machte aber auf ein weiteres Problem des sachsen-anhaltischen Tourismusmarketings aufmerksam. Das Bauhaus hat großen Einfluss auf unser Besucherverhalten, wie auch 2017 Luther oder die Reformation natürlich Einfluss gehabt hat auf das Besucherverhalten. Aber das kam ja heute auch zum Vorschein. Es ist ja immer die Frage, wer ist für die Tourismusmarketing bei Welterbestätten zuständig? Die Staatskanzlei oder das Wirtschaftsministerium? Viele Unternehmer wünschen sich eine umfassendere Betreuung und Vermarktung, beispielsweise durch die IMG. Diese sei aber auch nur ein Dienstleister, der auf Weisung der Ministerien handelt, sagt ihr Geschäftsführer Thomas Einsfelder. Ihm bleibt also nur die Möglichkeit, mit guten Vorschlägen den Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt für die nächsten Jahre voranzubringen. Diesen zu evaluieren und vorzuschreiben, ist eine der Hauptforderungen der Unternehmer an diesem Tag. Vor diesem Hintergrund ist der Input gerade solcher Veranstaltungen mit Verantwortlichen aus Politik und den Unternehmern enorm wichtig. Einig ist man sich, dass es vor allem bei den Welterbestätten noch viel Optimierungspotenzial gäbe, aber auch im übrigen Land immer wieder Leuchttürme zu finden sind, die es zu stärken gilt. Beispielsweise die Stadthalle in Magdeburg. 1927 als Teil des Messegeländes auf der Rote Horninsel erbaut, wurde sie im Zweiten Weltkrieg ausgebombt, in den Nachkriegsjahren vereinfacht wiederhergestellt und wird seit 1966 wieder genutzt. Hier besteht Sanierungsbedarf, wovon sich die Ausschussmitglieder bei einer kleinen Führung selbst überzeugen konnten. Ein Projekt für die nahe Zukunft. Der Willen ist da, es fehlen noch ein bisschen die Mittel, die wir versuchen auch durch europäische Fördermittel zu akquirieren. Aber es ist geplant, Ende nächsten Jahres hier mit der Sanierung der Stadthalle zu beginnen. Oder muss eigentlich sagen Modernisierung, denn wir wollen hier ein Veranstaltungshaus daraus machen, was wirklich den heutigen modernen Ansprüchen entspricht und nicht nur ein Baudenkmal sanieren. Die sanierte Halle soll dann wieder in ihrem ursprünglichen Äußeren erstrahlen und damit nicht nur ein touristisches, sondern auch kulturelles Glanzlicht Magdeburgs werden. Also genau das, was die Touristiker suchen. Dann muss nur noch die Vermarktung stimmen.